Bundestrainer Joachim Löw stellte sein Team im Gegensatz zum Last-Minute-Erfolg gegen Schweden 2:1 auf 5 Positionen um. Der wieder genesene Mats Hummels, Niklas Süle, Sami Khedira, Mesut Özil und Leon Goretzka kamen anstelle von Jerome Boateng, Antonio Rüdiger, Sebastian Rudi, Julian Draxler und Thomas Müller von Beginn an. Trotz deutlich mehr Ballbesitz fehlten dem rund erneuerten DFB-Team nach vorne die zündenden Ideen. Auch die Einwechslung von Mario Gomez, Müller und Julian Brandt brachte keine Besserung. Bis kurz zum Ende blieb es beim 0:0, ehe Südkorea sogar noch 2 Tore machte. Zu oft war das Zusammenspiel zu unpräzise, wie bei einem Angriff über Goretzka und Özil, 9., der verpuffte. Danach drohte das deutsche Team sogar in Rückstand zu geraten. Bei einem Freistoß von Jong-Jung und dem Nachsetzer von Heung-Min Son rutschte Manuel Neuer, 19., der Ball aus den Fingern. Nur durch eine nachträgliche Faustabwehr konnte er Schlimmeres verhindern. 6 Minuten später war die DFB-Abwehr erneut nicht auf dem Posten, die Kugel rauschte nur knapp oben am Kreuzeck vorbei. Nach etwas mehr als einer halben Stunde stand Timo Werner erstmals, 34., frei im gegnerischen Strafraum, Schiedsrichter Marc Geiger hatte aber ein Handspiel von Marco Reus erkannt und abgepfiffen. Eine Kontermöglichkeit, 38., durch Özil brachte eine Ecke ein, Keeper Hierno fischte dem wild um sich stochernden Hummels den Ball vom Fuß. Ein Pfostentreffer von Werner 43., wäre nicht gewertet worden, Hector hatte zuvor ein Foul begangen. Goretzka vergibt, volles Risiko mit Gomez und Müller die Riesenchance zum Führungstreffer hatte, 47., Goretzka. Nach einer punktgenauen Flanke von der rechten Seite köpfte er gefährlich aufs Tor, Jo konnte klasse parieren. Als auf dem anderen Platz Schweden der Führungstreffer gelang, zielte Timo Werner 42., knapp links am Tor vorbei. Bei Südkorea musste der Augsburger Yaheul Ku verletzt ausgewechselt werden, 56. Öl versuchte es mit Mario Gomez, 58., für Khedira. Özil und Kroos brachten den Ball, 60., aus 16 Metern nicht in den Kasten. Nachdem Konkurrent Schweden im Parallelspiel gegen Mexiko auf 2:0 erhöhte, brachte der Bundestrainer auch noch, 63., Thomas Müller. Südkoreas Siegtreffer in der Nachspielzeit Mats Hummels 66., musste im eigenen Strafraum klären. Vorne traf Gomez, 72., 6 Meter vor dem gegnerischen Tor den Ball nicht. 10 deutsche Spieler versammelten sich in der letzten Viertelstunde vor dem Kasten der Südkoreaner. Dazu gesellte sich auch noch Julian Brandt. Aber auch das brachte nichts mehr ein. Stattdessen bekam Hummels, 86., den Ball mit der Schulter nicht ins Tor gelenkt. Stattdessen gelang Südkorea der Siegtreffer in der ersten Minute der Nachspielzeit. Nach Betrachtung der Videobilder wurde das Tor gegeben. Als Manuel Neuer aus dem Tor geeilt war, fiel auch noch das 2:0. Deutschland schloss damit die Vorrunde als Letzte ab, Gruppensieger wurde Schweden nach einem 3:0 gegen den zweitplatzierten Mexiko.